Wir starten wild in den Nachmittag, denn wir beschäftigen uns mit einer Pflanze, die gerne wild wächst, aber auch im Garten zu Hause sein kann. Markus Strauß ist hier und bringt uns den Bärlauch näher. Und wir haben schon ein bisschen gespiegelt, in unserem Garten haben wir auch Bärlauch. Und der hat sich am Bambus bzw. hinterm Bambus gemütlich gemacht. Ist das so ein Plätzchen, wo der Bärlauch sagt, ha, hier baue ich mein Einfamilienhaus? Ja, also da, wo es halbschattig oder schattig ist, wo er nährstoffreiche, eher feuchte Erde findet, da fühlt er sich richtig wohl. Und der Schatten von so einem Bambus reicht dann schon? Das muss jetzt nicht unbedingt Nordostlage hinter einem Gebäude, hinter einem Wald sein, sondern einfach so leichter Schatten? Ja, Halbschatten genügt schon. Genau. Merken wir uns ja schon mal für den Fall, dass wir den Bärlauch gerne bei uns im Garten hätten. Für viele ist es so, man ist unterwegs, draußen in der Natur und wenn es dann duftet, ist es relativ einfach, den Bärlauch als solchen auszumachen. Aber es wird ja immer wieder davor gewarnt, ihn nicht zu verwechseln. Mit was? Ja, da gibt es ein paar Pflanzen. Maiglöckchen haben wir hier dabei, wir haben den Aronstab dabei. Da besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, aber man muss jetzt auch nicht die totale Angst verbreiten. Also so riesig ist es auch nicht. Aber wir zeigen das jetzt ja auch gleich. Ja, was heißt, so riesig ist es auch nicht? Und Maiglöckchen ist doch ziemlich giftig, oder? Ja, Maiglöckchen, das ist schon richtig. Das ist ziemlich giftig, aber ich mache jetzt mal hier ein bisschen Bärlauch weg und verreibe das. Riechen Sie mal. Ah ja, das riecht heftig. Na? Nach Knoblauch. Nach Knoblauch. Bärlauch, Knoblauch. Ganz eng verwandt. Und das Maiglöckchen würde nie riechen. Ne? Auch der Aronstab riecht nicht danach. Also das ist das allerwichtigste und grundlegendste Unterscheidungsmerkmal. Also immer nach der Nase gehen, nicht unbedingt nach der Auge, nach dem Auge. Genau. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal vergleichen, weil die Blätter sind ja doch ähnlich. Die Blätter sind ähnlich. Man muss vielleicht, bevor man jetzt auf die Blätter zu sprechen kommt, sehen, das Maiglöckchen haben wir hier im Topf angetrieben. Da sind wir jetzt 4 Wochen voraus. In der Natur sind die noch so klein. Während der Bärlauch jetzt schon in der Rheinebene unten schon so groß ist. Das heißt, im Moment akut besteht gar keine Verwechslungsgefahr, weil extreme Größenunterschiede. So ist es. Der Bärlauch ist ja viel früher dran. Also wir haben jetzt hier erstmal 3-4 Wochen Vorsprung. Dies Jahr ist sowieso alles früher. Und das Maiglöckchen kommt dann erst in ein paar Wochen. Außerdem wächst der Bärlauch, wir haben es gerade gesagt, also das ist eine typische Auenwaldpflanze. Der hat es eben gern halbschattig, schattig, feucht, nährstoffreich. Und das Maiglöckchen wächst eher auf trockeneren Standorten. Also die wachsen relativ selten direkt nebeneinander. Also am Übergang vom Auwald in den normalen Wald, da findet man die benachbart. Also da gibt es schon so eine... Da kann es Stellen geben, aber es ist nicht die Regel. Also das ist schon mal, bevor man auf die Blätter guckt. Dann das mit dem Riechen hatten wir schon. Und wenn man jetzt mal noch guckt, die Blätter vom Bärlauch, die sind richtig länglich-lanzettlich nennt man die Form. Also die sind wirklich ausgeprägt lanzenförmig, daher lanzettlich. Und das Maiglöckchen im Vergleich? Und das Maiglöckchen ist etwas gedrungener, kürzer. Wenn sich das jetzt voll entwickelt hat, wird die Blattspreite auch breiter im Vergleich zum Bärlauch. Und das ist jetzt noch ein sehr junges Blatt, das ist von der Konsistenz her zugegebenermaßen auch ziemlich weich. Es wird aber im Laufe der Zeit härter und etwas derber als das Bärlauchblatt. Das bleibt immer zart, oder was? Das bleibt relativ zart, genau, das wird gar nicht so hart. Ganz einfach, der Bärlauch zieht sich ja später auch zurück, während das Maiglöckchenblatt ja den ganzen Sommer über grün bleibt. Also das wird deswegen stärker und derber. Okay, kann man schon wirklich gut unterscheiden. Und die Unterscheidung zum Aronstab ist sowieso eine einfache, finde ich jetzt, weil das Blatt ist ja schon das sehr ist jetzt anders. Wirklich signifikant anders, genau. Den Bärlauch dazu nehmen dann. Ja. Na, also das ist ja schon was anderes. Haben wir jetzt eine ganz andere Grundform vom Blatt. Die ist eben pfeilförmig, wird sie beschrieben. Man könnte auch sagen, die Grundform ist dreieckig. Und sehr typisch sind bei den größeren Blättern diese 2 Zipfel, die so nach hinten wegspringen. Die sind bei kleineren Blättern manchmal nicht so ausgeprägt, aber wenn man dann bei der Pflanze solche sieht, die nach hinten wegspringen, dann handelt es sich garantiert nicht um Bärlauch. Na, der Bärlauch hatte dieses durchgängig längliche, lanzettliche Blatt. Außerdem haben wir hier, wenn man auf das Blatt direkt drauf schaut, eine ganz andere Struktur der Blattnerven, die hier so Parzellen bilden. Sieht man hier gar nicht, oder hier ist es alles, hier ist so, es alles so länglich gerade angeordnet. Ja. Ne? Und hier sieht man das so ein bisschen, man könnte umgangssprachlich sagen, runzelig. Okay. Also das sieht ganz anders aus. Wie hole ich mir jetzt den Bärlauch, der ja wild wächst und sich wahrscheinlich ja auch frei ausbreitet, dort wo er leben kann? Macht er gerne.
Und wie hole ich mir das gezielt in den Garten? Ich sage, ich will nicht ja immer rumsuchen. Wer jetzt nicht ständig suchen will oder so oder das nicht so nah hat, kann das gerne im Garten holen. Das ist eigentlich ganz einfach. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben hier die Bärlauchsamen. Mhm. Also im Mai wird der Bärlauch blühen. Der blüht hier mit diesen Dolden und das sind dann so kleine, mit 6 weißen Blütenblättern, so kleine Sternchen, die Blüten. Man sieht es hier auf der Samentüte. Und daraus bilden sich diese Samen. Und die kann man dann so, das wird dieses Jahr auch ein bisschen früher sein, wahrscheinlich schon Mitte Mai, na, bis sie samenreif sind, Ende Mai, Anfang Juni, kann man Samen holen und einfach direkt im Garten, wo man es haben möchte, ausbreiten. Also man sollte eine schattige, halbschattige Stelle suchen, die ein bisschen feucht ist. Ja. Genau, und gucken, dass es immer feucht bleibt. Mhm. Die andere Variante, die ich ehrlich gesagt bevorzugen würde, ist, dass man, das gibt es inzwischen in jeder Gärtnerei oder Gartencenter zu kaufen, so kleine Töpfe, wo sie für 2 Euro oder irgendwas schon Bärlauchpflanzen kaufen können. Mhm. Da stecken dann diese kleinen Zwiebeln drin, die wir hier auch haben. Und wenn sie das einpflanzen, dann haben sie einfach die größere Gewähr. Das wirklich was kann ich das gleich in den Ballen einpflanzen oder muss ich die dann so rausnehmen? Ja, im Prinzip ist es so, wenn Sie jetzt beim Gärtner einen Topf kaufen, dann haben Sie gleich so eine Portion, wie jetzt hier dieser Büschel ist. Da sind vielleicht 3, 4 so Zwiebeln drin. Aha. Und das können Sie einpflanzen. Man rechnet dann ungefähr 4 solche Töpfe pro Quadratmeter. Okay. Und dann entwickeln sich innerhalb von 2, 3 Jahren, haben Sie dann so einen Bärlauchteppich zu Hause. Bärlauchteppich. Ja. Sehr gut. Wir haben hier Bärlauchpesto. Ja. Da mache ich jetzt mal ein paar Happen fertig. Mhm. Ich glaube, die kann ich noch hier an den Mann bzw. an die Frau bringen. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Sie haben noch einen Tipp des Tages, Herr Strauß. Ja, Tipp des Tages. Wenn man jetzt in die Natur schaut, da wo es jetzt schon weiß blüht, in der Rheinebene ist es schon soweit, woanders kommt es bald noch, das sind Büsche von der Kirschpflaume und von der Schlehe. Das kann man sich schon mal merken, wo das in der Landschaft steht, kann man dann August, September ernten gehen. Also alles, was frei und wild da steht und jetzt weiß ist, ist im Herbst, im Spätsommer unsers. Das hier ist nicht für uns beide. Das ist für jemand anderes. Wir haben nämlich heute, ich will's mitnehmen, danke. Wir haben nämlich heute 2 nette Damen hier, die sich ein bisschen in der Sonne noch ahlen und räkeln und sich freuen auf das, was jetzt kommt. Ist nur ein kleines Appetithäppchen. Oh. Anita und Alexandra Hofmann sind hier und ich habe aus gutem Grund 2 Brote belegt und 2 nicht belegt. Warum? Wer isst was? Ich habe eine Allergie auf Pesto, auf Nüsse und deswegen darf ich sowas leider nicht, obwohl es sehr verführerisch aussieht. Darf man überhaupt Trockenbrot anbieten? Aber gerne. Zur Not rein für ins Studio. Danke. Ach, das und ist Alexandra, ja klasse. Ich nehme das hier. Eins, das hellere. Super, aber das ist jetzt Bärlauchpesto. Das ist Bärlauchpesto. Da riecht man nachher ein bisschen nach Knoblauch. Dann riechen Sie so wie ich jetzt schon. Ich habe es schon probiert. Einfach mal reinbeißen.